Revi Podcast. Wirtschaft aufs Ohr mit dem Jörg Marquardt. Es gibt nur noch wenige Sägereien in der Region. Eine davon betreibt Herbert Hebi Dobler. 2010 hat der ausgebildete Forstwart die Sägerei am Dorfeingang von Wernitzhausen oberhalb von Hinwil übernommen. Sich selbst bezeichnet der 53-Jährige als Idealist. Ringsum zwingt der wachsende Konkurrenzdruck auf dem Holzmarkt immer mehr Sägereien zur Aufgabe. Hebi Dobler will durchhalten. Überregional wurde er bekannt mit einer Aktion anlässlich des World Economic Forum 2020 in Davos. Weil US-Präsident Donald Trump auf dem Weg dorthin über sein Grundstück flog, hat er in großen Lettern die Botschaft »Make Trump Small Again« auf die Wiese geschrieben. Herr Dobler, vielen Dank für die Einladung nach Wernitzhausen. Danke, dass ich kommen. Herr Dobler, wir sind eben gerade durch Ihre Sägerei hineingegangen und befinden uns jetzt in der Werkstatt, die etwas dahinter liegt. Das ist die Schärferei, wie Sie gesagt haben. Hier werden die Klingen für die, glaube ich, sagt man das, Klingen für die Blockbandsäge wieder geschärft. Der Raum vor diesem Werkstattraum ist wirklich ganz lang gezogen, damit das Holz wirklich von einem Ende zum anderen durchfahren kann. Jetzt vielleicht können Sie noch mal kurz etwas sagen zu diesem Raum, in dem wir uns gerade befinden, zu der Schärferei. Was passiert hier alles? Was machen Sie sonst hier? Also, nachdem der Sägevorgang stattgefunden hat, wird ja jedes Sägeblatt stumpf. Und dann muss man es alle 3 Stunden sollte man die schärfen. Und für das hat man so einen Schärfautomat, wie in der Schärferei steht. Da tut man es drauf und tut man es mit einem Schärfvorgang schärfen. Und der dauert in der Regel etwa 1 Stunde. Wie oft müssen Sie das machen? Das ist alle 3 Stunden. Alle 3 Stunden? Ja. Das ist ein Blockbandsäge ist relativ eine diffizile Maschine. Weil es gibt, wenn man es zu lang drauf hat, das Sägeblatt, gibt es im Zahngrund unten, das ist der tiefste Punkt vom Sägeblatt, gibt es einen Katzias-Horriss. Und danach stimmt absolut die Schnittqualität nicht mehr, da gibt es keinen geraden Schnitt mehr. Und wenn man das hat mit diesen Horrissen, dann also hat man ein riesiges Problem, weil, bis man die wieder rausgeschärft hat, bis man weiss, wo sie sind, die sieht man nicht. Aber es ist ein extremer Qualitätsverlust. Und darum muss man drauf und dran sein, dass man das alle 3 Stunden die Schärfe tut. Und das spielt keine Rolle, welches Holz Sie zuschneiden, ob härteres oder weicheres Holz? Nein, spielt keine Rolle. Im Gegenteil, manchmal das Sägeblatt würde noch tipptopp hauen, aber man ist gezwungen, eben durch das, dass man die Zeiten einhält, dass man das wirklich so schärfen tut wieder. Das heisst, Sie stellen sich eigentlich immer die Uhr, damit nachher die Qualität des Holzes nicht leidet. Ja. Mir ist es noch wichtig, weil ich wirklich eine kleine Nische bin in der Sägereienwelt, dass ich eine gute Qualität vom Schnitt abgebe oder auch habe. Oder für den Kunden, dass er einen sauberen Schnitt hat. Das heisst, Sie schärfen öfter nach als andere, oder? Ich denke schon, ja. Also 3 Stunden ist jetzt wirklich dann schon ein besonderes Commitment von Ihrer Seite. Oder eben, wenn es noch hauen tut, ein anderer Sager sagt, ja, komm, machen noch eine halbe Stunde weiter, aber ich will auch die Qualität. Also ich gebe das Holz so raus, wie ich es selber für mich auch gerne hätte. Und das ist vielleicht bei grösseren Sägereien, wo dann mehr über Quantität gerechnet wird, ist das anders, oder? Die müssen einfach durch, oder die lassen durch. Und dann machen sie es mit der Quantität. Und ich schaue eher in die Qualität rein, recht zu heben, oder? Und die Resonanz ist gut. Also ich habe viele Kunden, die das recht estimieren. Und wie viel Zeit nimmt so ein Schärfereivorgang in Anspruch? Also etwa 3/4 Stunde. Wobei, bei der Maschine zu muss ich nur etwa 10 Minuten sein. Weil dort ist ein Schärfvorgang, den ich kontrollieren muss. Und dann noch der Rest macht die Maschine selber. Und was machen Sie da in der Zwischenzeit? Wieder andere Arbeit. Wieder also, Sagen raus oder so. Also Sie stehen nicht still in der Zeit? Nein. Aber wie viele Stunden verbringen Sie jetzt dann am Tag überhaupt in der Sägerei? Also jetzt momentan, also normal fange ich 6:45 an. Und jetzt momentan ist es irgendwie
halb sieben, viertel ab sechs. Und dann ist in der normalen, also in der Regel ist es so, dass ich eben Sägeblätter schärfe. Das ist eine ruhige Arbeit, oder? Das macht nicht grossen Maschinenlärm. Und dann am sieben fange ich an zu sagen. Oder auf die Arbeit, die dann ansteht. Und halb Stunde zu neun oder Viertelstunde, halb Stunde zu neun, Stunde Mittag. Nachher bis am Abend, also meistens halb sieben. Lange Tage. Ja, schon. Und Samstag auch noch. Also, Samstag auch. Ja, und vielfach am Sonntag auch noch. Und was sagen die Nachbarn? Die Maschine selber draussen ist wirklich Deadline, also ich es um halb sieben abstelle. Und, aber hier im Hintergrund, hier hinten, also eben kann ich am Sonntag auch noch arbeiten. Da gehört niemand etwas. Jetzt ist ja so, momentan ist vergleichsweise kühl. Wie ist das denn hier zu arbeiten, wenn es richtig auf den Hochsommer zugeht und die Temperaturen deutlich über 30 Grad sind? Also dann geht's. Also es ist relativ vom Wind her oder vom Winddurchflutung her ist ein relativ gutes Gebäude. Also ich bin froh, dass ich hier unter Dach arbeite und es ist eher kühler. Wobei dann das Gegenteil im Winter ist. Ist kälter ein Ort als vielleicht an einem anderen Ort. Also ist es kühler. Der Sommer ist Ihnen doch deutlich lieber als der Winter? Nein, grundsätzlich nicht. Also ich habe lieber kalt. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen, komisch dargestellt, aber ich habe lieber kalt. Ist es denn so, dass Sie im Winter weniger zu tun haben als im Sommer? Oder merken Sie die Jahreszeiten oder wirken sich die Jahreszeiten da nicht so groß aus? Nein. Also ich bin jetzt eben seit 10 Jahren hier. Ich habe noch nie eine Werbung gemacht, ich habe kein Firmenlogo, nichts. Und ich bin konstant an der Arbeit hinten nach. Also, und es ist natürlich über die Jahre jetzt immer mehr dazugekommen, Arbeit. Am Anfang habe ich es zu 60% gemacht. Und etwa vor fünf Jahren, habe ich 100%, mache ich 100%. Und dann habe ich Familie, also Junior. Und darum muss ich umso mehr machen. Also ist so Auftragsvolumen gestiegen, oder? Und ja, bin nonstop dran, ja. Und immer tendenziell hin und nach. Also, hilft Ihnen denn jemand? Mittlerweile ist vor ein paar Wochen hat sich ein Pensionär hat gefragt, ob er mir helfen darf. Ein bisschen. Und dann haben wir das ein bisschen so angefangen. Und es trifft etwas an. Wenn es ganz wenig ist, aber es trifft etwas an. Also ja, ich bin zufrieden, mega. Und wie teilten Sie die Arbeit so auf? Also es ist ja halt viel Handlanger-Sachen oder kleine Sachen, wo ich den Tag durch keine Zeit habe, wo ich dazukomme, macht er. Oder auch so Handlanger oder so. Also ganz kleine Arbeiten, nicht spezifisch jetzt wirklich Sagen oder so, Maschinen rum. Und so teilen wir uns das auf. Ja. Aber sonst haben Sie die letzten 10 Jahre ganz alleine hier in der Werkstatt gearbeitet. Ja. Sie arbeiten Ihnen dann nicht einsam geworden? Also ich bin gerne. Ich habe schon x Sachen geschafft in meiner Lebtung. Also da langen alle Finger nicht an den Händen, was ich schon alles geschafft habe. Und ich merke, mir ist am Müllsten, wenn ich allein kann arbeiten kann. Also selbstständig bin, das ist etwas Wichtiges. Und irgendwie... Wenn ich das gleiche Pensum müsste arbeiten, wie ich jetzt arbeite, aber in einem angestellten Verhältnis, würde ich sagen, tschüss, also würde ich künden. Aber da ist, weil ich selbstständig bin, ist die Motivation natürlich viel grösser. Also meine Frau sagt manchmal, Kopf, wo nimmst du die Energie her? Also, weil so lange Tage und immer nonstop dran, aber es ist oft, ja. Woher kommt die Energie? Ja, weiss nicht, Herzblut, weiss es nicht. Also sicher ist es bei mir nahe an einem Hobby und Beruf miteinander. Mir wird auch viel gesagt aus dem Kollegenkreis, also viel nicht, aber ich habe schon gehört in meinem Kollegenkreis, wo sie gesagt haben, ja, man muss schauen mit Burnout und so. Und ich sage, bei mir kreuzt es viel mit Hobby. Und ich kann mir auch, weil ich eben selbstständig bin, kann ich auch, wenn ein Kunde kommt, kann ich auch gut mal eine Viertelstunde mit dem reden. Die Zeit baue ich mir ein. Und dem sage ich die Qualität, die ich daraus raus habe. Und die tue ich wirklich recht wertschätzen und hochhalten. Das heißt, die Gefahr, jetzt in den Burnout rein zu driften, ist bei Ihnen nicht so groß, eben weil Sie das fast teilweise auch wie ein Hobby ansehen können? Also die Gefahr ist sicher da, weil mit den Ressourcen, also ich laufe schon immer nahe an Vollgas, oder? Aber ich denke, bis jetzt kann ich das gut handeln für mich. Und ich kenne mich relativ gut, also von meinem Körper oder von meiner Einstellung her. Und ich sage, ich arbeite viel, ich arbeite gern,
Aber ich kann auch sagen, es muss nicht unbedingt schaffen sein. Also ich kann dort recht gut switchen, oder? Vielfach sagen sie auch zum Beispiel, wenn ich die Arbeit vor dem Haus habe, ob das nicht belastend ist, dann muss ich immer sagen, nein. Also wenn ich unten im Haus in der Wohnung sitze, dann ist das weit weg für mich. Und ich laufe jetzt nicht am Sonntag auf und sehe, das muss ich noch und dieses noch. Und dort habe ich relativ recht gutes Handling bis jetzt. Also ich hoffe, dass bis ins Alter innen auch noch so. Ist das auch eine Arbeit, wo man so die Welt rings um sich vergessen kann? Ja, schon. Also es ist ein Stück weit wie so eine Oase, obwohl es zumindest in der Arbeit drin ist. Aber ich habe jetzt zu der Corona-Zeit, also es klingt jetzt vielleicht blöd in vielen Ohren, aber es ist wie ein bisschen an mir vorbeigegangen. Weil ich da voll ausgelastet war, was sicher ein riesen Plus ist und was ich dankbar bin. Aber es ist wie auch ein Rückzugsort, wo manchmal, ja, von der Welt aussen, ja, wo man manchmal braucht. Und ich muss nicht weit weggehen, ich kann die Heim vorziehen in dem Sinn. Ich stelle mir das dann so vor, dass Sie da wirklich auch bei der Arbeit, wenn Sie so ganz eintauchen, dass Sie da auch so Flow-Erlebnisse wahrscheinlich manchmal auch so haben. Oder ist das... Ist da was dran? Mal schon. Also ich ahne für sich den Arbeitsvorgang bei einer Sagi zu. Das ist ja eine Fliessbandarbeit auf eine Art. Oder? Und dort kann ich extrem gut, obwohl ich bei der Sache muss sein, kann ich aber auch extrem gut an Gedanken nachhängen, von Erinnerungen, von Warenaufarbeiten und so. Und das merke ich. Also das habe ich in diesem Job, wo voll involviert war, habe ich das nicht gehabt. Und darum sage ich immer, ich habe Work-Life miteinander, wo es vielleicht bei einem anderen Job wirklich das Work ist und dann am Wochenende live ist, oder? Also so ein Bürojob, das wäre nichts für Sie? Reiner Bürojob? Noch nie probiert, aber... Noch nicht probiert? Ich bin ja immer nur mit diesen zwei Händen geschafft. Also nicht negativ gesagt, aber ich bin die Generation, wo das an mir ein bisschen vorbeigegangen ist. Und ich habe auch wirklich immer gerne draußen und streng geschafft. Apropos Hände, ich muss halt gestehen, wenn ich auf jemanden treffe, der mit der Säge arbeitet, da muss ich immer, gucke ich immer genau, sind alle Finger noch vorhanden? Ja. Ist bei Ihnen auch der Fall, aber die Verletzungsgefahr in der Sägerei ist etwas kürzer. Ja, das Meter. Fällt aber nicht auf. Nein, sie haben es gut gemacht. Ja. Aber das heißt, die Verletzungsgefahr ist schon... Und vielfach, also jetzt ein Finger ist ein Zentimeter kürzer, weil das ist wirklich im Schnitt, im Zusammendings mit Stress und Müdigkeit. Es war wirklich spürbar. Wochen vorher habe ich gesagt, es wäre schön, Ferien zu haben. Und wenn ich das sage, eben weil ich mich relativ gut kenne, dann ist es wirklich, dann sollte ich Ferien machen. Und wenn ich dort über mich ausgehe und das nicht anhöre, dann ist genau das. Und das war wirklich so eine Schnittstelle gewesen. Ist das so in Ihrer Branche auch sowas ein bisschen wie so ein, das gehört dazu oder fast wie so ein Ehrenzeichen, dass irgendwie was fehlt dir oder ist das oder ist das jetzt ein bisschen blöd gefragt? Ich bin ja schon der einzige Sager, den es gibt. Ich kann ja niemanden fragen. Nein, schon nicht. Nein, also ich bin gar nicht stolz, dass der kürzer ist. Im Gegenteil. Also, hat mich schon ein bisschen geschockt, was passiert ist, wirklich. Ist das in den 10 Jahren jetzt passiert? Genau, ja. Dann am Anfang oder war das, wie sagt man, ein Anfängerfehler oder hat das damit gar nichts zu tun? Nein, es hat nicht. In den ersten Jahren war natürlich noch viel Aufbauarbeit gewesen, auch noch, oder? Am Anfang war sie schier für tot, glaube ich, die Sägerei. Also es war gar nichts mehr rum gewesen, oder nicht mehr viel rum gewesen. Und ich habe natürlich recht viel investiert an Zeit und an Kräfte, oder? Mit allem Erneuern und das ist natürlich schon ressourcenaufraubende Zeit gewesen, oder? Und ist genau eben so viel zu tun, alles einrichten und so und die Müdigkeit und ein Stück weit eben Ferien nötig. In dem Zeitpunkt ist das passiert. Also nicht irgendein Handlingsfehler, weil jetzt die Maschine nicht richtig bedient hat. Das ist wirklich Stress, schnell das machen. Und dann stand die Sägerei erstmal eine Zeit lang still oder haben Sie relativ schnell weiter? Ich musste ins Spital und also ich hätte nicht arbeiten und dann habe ich mir selber so ein Konstrukt über den Finger gemacht und dann natürlich musste ich weiterarbeiten, weil die Arbeit ist da und wenn du alleine bist und One-Man-Show bist, dann ist es wie, musst du es machen, oder? Also, man sagt nicht, aber rein von der Vernunft her, aber ich kann so, und dann ist es gegangen, ja.
Vielleicht manchmal bin ich schon, ja, vielleicht schon ein bisschen härter im Nähen, oder? Mussten Sie wahrscheinlich auch sein, weil Sie ja auch gesagt haben, als Sie die Sägerei übernommen haben, da lief es noch gar nicht groß. Also dass Sie konnten da jetzt nicht irgendwie auf einem hohen Niveau schon einsteigen, sondern Sie mussten sich das ja alles erarbeiten. Haben Sie von Anfang an geglaubt, Sie können die wieder zum Laufen bringen? Es ist ein Stück weit auch ein bisschen ja, blauäugig sind wir an die Sache gegangen. Aber grundsätzlich ist es besser, als wenn ich schon etwas Fertiges bekommen hätte. Weil so habe ich wirklich langsam reinwachsen, die Kundschaften können stetig steigen und die Maschinen sind vielleicht immer besser geworden. Und von dem her ist es ein schöner Anfang gewesen, so, obwohl es natürlich intensive Zeit immer ist oder war. Ja. Und das heisst, jetzt haben Sie sich Ihren Stammkundschaftskreis aufgebaut und jetzt läuft der Betrieb. Sie haben ja auch gesagt, dass Sie eigentlich, also dass Sie jetzt auch jemanden haben als Handlanger, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es genug zu tun gibt. Also jetzt ist Monat Ende Juni, oder? Oder in etwa. Und ich würde jetzt oft über den Daumen sagen, bis Mitte November, Ende November muss kein Mensch kommen. Ich hätte jeden Tag Führung zu tun. Im Gegenteil, manchmal komme ich ein bisschen in Bedrängnis, eben, dass ich wirklich gleich alles machen für Sachen, die ich versprochen habe. Und das Zweite ist vielleicht, muss ich mich selber an der Nase nehmen. Also jetzt, aber es ist ja super, dass es läuft. Es gibt ja Betriebe, die zu kämpfen haben. Sonst, wo ich muss sagen, muss ich mich selber an der Nase nehmen, weil ich zu gutmütig bin und nicht kann Nein sagen. Das ist schon, das muss ich vielleicht irgendwann lernen oder dosiert lernen. Aber es ist schon ein Knackpunkt bei mir. Jetzt wollten wir das Gespräch schon mal vor einer Woche führen. Sie haben dann absagen müssen, weil überraschend noch eine Holzlieferung sich angekündigt hat. Sie haben auch, glaube ich, gesagt, ja, ich musste da ins Risiko gehen. Können Sie ein bisschen was erklären? Ist das der Normalfall, dass man nie so genau weiß, wann das Holz geliefert wird? Oder ist das eine Corona-Besonderheit? Was hat es damit auf sich? Nein, ich habe schon vielfach mit einem Kollegen von mir diskutiert und immer er versteht nicht, warum ich so viel Arbeit habe oder respektive immer so knapp dran bin an der Zeit. Und da habe ich herausgefunden, dass ich ein Vermarkter bin. Ich will mein Produkt verkaufen, oder? Und dann gehört halt ein Dachlatte dazu, wie auch ein Brett, wie auch ein Balken, oder? Und die Kundschaft muss ich nehmen, wenn sie kommt. Ich kann nicht sagen, es gibt keine Dachlatte, ich verkaufe keine Dachlatte. Und das ist manchmal, also wirklich, die Leute Dachdecker zum Beispiel an am Donnerstag. Und sie brauchen es am Freitag oder vielleicht am Montag gegen x 100 Laufmeter. Und dann musst du halt wieder alles fallen lassen und rasch umdisponieren und die Dachlatte machen. Also, und das ist ein guter Kunde, ist einer von vielen guten Kunden. Und da kann es manchmal sein, dass in dieser Zeit noch zwei andere gleichzeitig anrufen. Auch gute Kunden, auch kurzfristige Wünsche. Und dann musst du einfach, ja, dann musst du einfach Vollgas. Aber das heisst, das war jetzt gar keine Holzlieferung, sondern das war ein Auftrag, der kurzfristig noch reingekommen ist? Nein. Also ich hätte Ende Mai hätte ich fertig sein mit recht viel Holzsagen für den Stall, was da baut in der Nähe. Und wie es ist, ich bin partout nie dazugekommen, weil immer wieder jemand gekommen ist, das habe ich noch gemacht, das habe ich gemacht, geht auch noch. Und irgendwann hat der Kunde, Ende Mai hätte das sein und jetzt ist schon eben Ende Juni. Und dann hat der Kunde angerufen und gesagt, so können wir es holen. Und ich habe noch gar nichts gesagt. Und er ist schier in Ohnmacht geflogen und ich bin auch schier in Ohnmacht geflogen. Und dann habe ich gewusst, jetzt heisst es einfach Finger rausnehmen und aber Vollgas. Und ich habe es jetzt in einer Frist angebracht, wo er auch noch, also der Kunde auch zufrieden, wirklich noch zufrieden ist. Und das ist auch etwas, wo ich sehr, sehr Wert drauf lege. Als ich viel Mühe auf mich nehmen, einfach, dass der Kunde wirklich zufrieden ist. Und das ist wirklich, das ist mir sehr, also ich habe gesagt, ich mache es, hast du es wirklich Samstag, kannst du es holen, Montag, morgen ist alles fertig. Aber ich habe gewusst, dass es für mich gilt. Das wirklich. Und da mussten Sie schnell alles umdisponieren. Ja, ja. Ja, habe ich recht müssen. Zick. Ja, aber es hat geklappt. Genau, ja. Jetzt haben wir auf dem Hof beim Weg hier in die Werkstatt gesehen, dass Sie recht viel Holz hier auch am Lager haben. Jetzt hört man aber gleichzeitig viel von der Holzkrise, Lieferengpässe beim Bauholz. Es gibt ganz viele Holzbaufirmen, die klagen, dass sie nicht genug Bauholz bekommen, dass es große Lieferverzögerungen gibt, dass sich das Bauholz verteuert hat, dass sie teilweise
Verträge mit ihren Kunden nochmal nachverhandeln müssen, weil die Preise einfach durch die Decke gegangen sind. Diese sogenannte Holzkrise, wie macht die sich bei Ihnen bemerkbar? Spüren Sie das oder sind Sie davon, weil Sie gesagt haben, Corona waren Sie eigentlich auch hier in Ihrer Oase. Gilt das jetzt auch bei dieser Holzkrise, dass Sie das nicht so spüren? Also ich muss so sagen, aber als so kleine Sägerei oder als kleinere Sägerei haben wir natürlich die Krise vorher schon gemerkt, aber in einer anderen Art und Weise. Hauptsache ist ja, als viele Zimmereien und weiterverarbeitende Betriebe mit verleimten Sachen arbeiten. Und weniger mehr mit massivem Holz, oder? Das ist ein Teil auch, das resultiert dann nachher auch Sägereisterben daraus raus, oder? Das Massive wird weniger mehr gebraucht. Und jetzt, was jetzt auf dem Markt stattfindet, ist auch, dass die verleimten Sachen schwer überzukommen sind. Holz in dem Sinn hat es um, da bin ich überzogen. Es ist auch das weiterverarbeitende Produkt, das verleimt ist, ist nie nicht um. Dort ist halt ist nur das Gleiche, dort wird viel über den Preis gemacht, beim Einkauf, oder? Und in den letzten Jahren ist halt das zu grossen Prozentzahl vom Ausland gekommen, zu günstigeren Konditionen. Zu günstigeren Konditionen, wo ich muss sagen, das ist nicht mehr eine Wertschätzung vom Holz gegenüber, oder? Und das spielt sich jetzt natürlich, oder zeigt sich jetzt nieder in dem, wenn das Produkt aufgeht mit dem Preis, dass dann viel aus den Fugen geht. Ja. Man sagt ja, oder Schätzungen gehen davon aus, dass 60% aller Leimholzprodukte inzwischen aus dem Ausland kommen. Ja. Ich vergleiche es ein bisschen mit dem, oder? Das ist grundsätzlich, wie wir unterwegs sind, oder? Jeder will einen guten Lohn haben. Aber kaufen oder am Gegenüber das zahlen, was er haben müsste, will er nicht. Er will möglichst günstig, oder? Sei es ein Kleidungsstück, sei es irgendetwas, ein Maschinen oder so. Also man kann sagen, schau mal, die habe ich für so und so viel Geld bekommen. Aber ich selber, für mich, will den grössten Lohn. Also so sind wir unterwegs und dort, das verstehe ich manchmal nicht. Dass man nicht am Gegenüber sagt, okay, ich zahle dir, was du musst haben. Sei es zum Beispiel jetzt einfach auf die Holzbranche bezogen, als man zum Beispiel sagt, okay, wir haben in der Schweiz Verleimwerk und mit Schweizer Löhnen, wo dann das Produkt auch teurer wird. Wieso kaufen wir es nicht dort? Oder? Wieso geht man von, weiss nicht, von x-tausend Kilometer weit weg die Ware kaufen, nur weil es dann ein bisschen günstiger ist? Aber wenn wir dann nochmal zurückspulen, denn das, was Sie jetzt auch schildern, also die geringe Bereitschaft halt für ein gutes regionales Produkt etwas mehr zu zahlen, anstatt immer nach dem Billigsten zu schauen, das betrifft ja im Prinzip alles. Also wie Sie gesagt haben, Kleidung, Elektronik, alles Mögliche. Das ist also ein Phänomen, das sich durch die gesamte Gesellschaft zieht. Wenn wir jetzt aber nochmal auf den Unterschied Leimholz und Massivholz zurückkommen, was Sie eingangs gesagt haben, heißt das, dass Sie hier vor allem, dass Sie selber nicht verleimen, dass Sie halt eben auf Massivholz setzen? Ist das so richtig? Ja, genau. Ja. Ich bin natürlich sowieso durch meine Größe, die ich habe, bin ich natürlich total unter dem Radar von dieser Seite von der Holzwirtschaft in Art. Also was vielfach ist auch bei Zimmereien, ist, weil durch das, was das Holz verleimt ist, sagt man, es wird ein Normprodukt daraus. Man kann das Punkt genau abbinden, als das quasi, vielleicht böse formuliert, wie steckfertig ist das Ganze. Und das haben wir einfach beim Passivholz, was ich hier mache, hat man natürlich noch die Natur im Spiel, oder? Ein Balken kann mit der Zeit krumm werden oder abschwinden oder so. Wie es früher Zimmereien mit dem Rohstoff Massivholz umgegangen sind, oder? Und so die Häuser gebaut hat. Aber heutzutage bei den Löhnen, bei der Geschwindigkeit, die stattfinden muss, bei den Kosten, allem, ist es schwierig, so zu machen. Und ich merke es jetzt weniger, weil ich habe eine gute Kundschaft, die wirklich Massivholz verbaut und die auch wirklich nur Sachen, Leimsachen einsetzen, wo es auch teils berechtigt ist. Und mit ihnen fahre ich super und sie machen ein super Resultat, wo ich nehme jetzt auch auf das Beispiel, ein Carport, wo eine Ausladung von 4-5 Meter hat, frage ich mich, ob dort wirklich ein Leimbinder muss sein oder ein Massivholz, oder? Und dort müssen wir vielleicht auch, jetzt in dieser Situation, gerade wie es jetzt ist, müssen wir vielleicht auch so umdenken, machen, oder? Dass man halt sagt, okay, jetzt machen wir halt das massiv und es ist nicht ganz auf den Millimeter oder wie auch immer. Aber das heißt also, dass es Ihrem Betrieb auch gut geht, in dem Sinne, dass Sie genug Aufträge haben, hängt auch damit zusammen, dass Sie halt eben nicht in diesem
hochgradig konkurrenzgetriebenen Geschäft mit den Leimholzprodukten tätig sind. Also wenn ich so richtig verstanden habe, hängt das Sägereisterben in der Schweiz auch damit zusammen, dass man einfach nicht konkurrenzfähig ist gegenüber den Produzenten von Leimholzprodukten im Ausland, die halt eben in größeren Stückzahlen und zu einem tieferen Preis den Markt mit den Produkten halt bestimmen können, oder? Ja, genau. Aber ich jetzt genau so, ja, würde es so formulieren auch. Zürichost.ch, dein Online-Portal mit den News aus den Bezirken Pfäffiken, Oster und Hiwil. Zürichost.ch, immer am Puls von deiner Region. Sie haben es ja dann offenbar auch geschafft, innerhalb der letzten 10 Jahre einen entsprechenden Kundenkreis anzusprechen, der auch eben genau diese Produkte von Ihnen auch will. Also wer sind denn hauptsächlich Ihre Kunden? Also nicht, dass Sie jetzt Namen nennen, aber also für welche Kunden arbeiten Sie? Also ich habe eine Art dreierlei Sachen, oder? Das Erste ist, ein Kunde bringt das Holz zu mir. Also nehmen wir an, Sie haben einen Wald und dann nehmen Sie ein paar Bäume um. Dann bringen Sie das Holz zu mir und dann tue ich so sagen, was Sie daraus wollen. Das ist ein Standbein. Das zweite Standbein ist, ich kaufe Holz ein, also für mich selber. Und dann tue ich nach Bestellungen tue ich Holz sagen. Also sprich, ein Zimmermann läutet an, ich brauche so und so viele Balken, das und das Mess. Oder einen Dachdecker. Oder jetzt Solarbauer, wo ich gute Kundschaft habe. Die bestellen gewisse Menge, gewisse Dimension und dann nehme ich von meinem eigenen Holz und sage es so für die Zwecke und verkaufe es so. Und als drittes habe ich noch als Standbein ist, für eine Käserei mache ich alle Woche 150 bis 200 Spannschachteln rum, die Spannschachteln, wo ein Weichkäse reinkommt. Und das ist so die drei Dinge, die ich drin habe. Und was auch noch ist, ich kaufe teilweise Edelhölzer ein für mich. Und das ist auch immer gefragt für kleinere Kundschaft, wo irgendeinen Tisch machen will oder so, dass ich dort eine gewisse Palette habe, wo ich zu verkaufen habe. Woher kommt das Holz in der Regel? Also Fichte, Tanne ist alles nur Pachtelgebiet, also grossräumig, also ganz grossräumig Zürich-Oberland. Und teilweise eben so Edelhölzer, werde ich darauf angesprochen und das kann vielleicht mal ein bisschen weiter weg sein, aber grundsätzlich wirklich nur Holz von da oben an. Und ist es so, dass Sie jetzt in dieser Holzkrise plötzlich auch Anfragen bekommen von Holzbaufirmen oder anderen, die sagen, hey, wir haben so ein Problem, kannst du uns aushelfen, hast du was? Ja, es ist ein bisschen spürbar, ja, wirklich. Also ich hatte schon 2-3 Kunden, die gefragt haben, hey, wie sieht es aus, wenn du für mich das und das produzierst, was wir vorher von jemand anders bezogen haben. Und die würden dann das wieder verarbeiten auf ihre alte Version, wie sie es früher gemacht haben, was zu ihrem Produkt kommen. Ja. Und konnten Sie da aushelfen oder ist das gar nicht möglich? Rein vom Ding her, von den Ressourcen, vom Bachtel da runter, würde ich mega gerne, weil das wär endlich mal die Kette unterbrechen, von weit weg Holz holen, oder? Das ist bei mir auch noch ein wichtiges Anliegen, dass auf die Ressourcen da geschöpft wird und weiterverarbeitet wird. Aber ich muss rein von der Kapazität her muss ich sagen, ich habe keine Zeit, für die auch noch aufzukommen. Aber obwohl es mega in meinem Interesse wäre, nicht aus finanziellen Gründen, auch von den Ressourcen, dass das ein bisschen unterbrochen wird, dass nicht von weiss nicht woher angekarnet wird. Ja. Wer leidet denn momentan am meisten jetzt in der Holzindustrie, ne? in der gesamten Breite der Branche? Also ich denke schon viele Zimmereien, die voll eher auf das Verleimte hineinheben, die spezialisiert sind, die wirklich nur so Produkte weiterverarbeiten oder brauchen, angewiesen sind. Ich meine, theoretisch könnte man ja sagen, eigentlich sind Sie in einer privilegierten Position. Sie könnten theoretisch ja jetzt sagen, ja, mache ich, aber gehe ich mit dem Preis auch ordentlich rauf. Also man könnte sich ja vorstellen, dass man das jetzt vielleicht andere die Gelegenheit ergreifen, da jetzt noch so ein bisschen mitzuverdienen. Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das viele machen? Ich weiß es nicht. Eben bei der Sägerei ist es noch nicht ganz so angekommen. Also ist der Preiserhebung oder Steigerung noch nicht angekommen, weil das Massivholz selber hat es rum. Und dort ist noch nicht so spürbar. Ein bisschen schon. Mir ist einfach grundsätzlich ein Anliegen, dass man auf dem Produkt Holz mehr wertschöpft. Also, dass man mehr, auch, es fängt schon im Wald draussen an, die Forst,
Forstegippen oder Forstbetrieb, die müssen wirklich Holz anbacken, dass es sich lohnt. Dort wird nichts gezahlt und dann geht es weiter und weiter. Und dort, also dort mehr Wertschätzung reingebracht wird. Ich sage auch immer, wenn ich Holz kaufe, sage ich immer, was musst du haben? Und ich zahle immer gut oder mehr. Weil mir ist das wichtig, weil es ist ein schönes Produkt. Es ist ein mega, mega cooles Produkt von dem her. Oder? Würden Sie denn sagen, dass die Krise zum Teil auch selbst verschuldet ist? Also dass sie so stark ausgeprägt ist? Ja, ist natürlich schon. Vielleicht, dass es eine gewisse Abhängigkeit stattgefunden hat. Durch das, dass man immer Verfügbarkeit gehabt von x woher, ist gleich woher. Also es ist immer ein Fluss gewesen und dass es halt ein bisschen abgeklemmt ist. Sechs durch das Corona, dass es ein Vakuum gegeben hat oder sechs durch den Kanal, wo jetzt Richtung Amerika durch viel Holz geht oder geht. Ich weiss es nicht, ob das stimmt. Also es hat ein bisschen ein Vakuum gegeben, aber sicher, als man sich vielleicht ein bisschen zu fest abgestützt hat. Kann ziehen, ja, ist das eine Auswirkung? Man sagt ja, oder hat ja oft immer vom Brennglas Corona gesprochen, also dass Corona Probleme vergrößert hat, die eigentlich vorher schon da gewesen sind. Oder hat eigentlich eine Problematik jetzt nochmal deutlich werden lassen, die vorher schon bestanden hat. Kann man das jetzt im Falle des Holzes auch so sagen? Also das ist vielleicht eine persönliche Ansicht, aber ich glaube einfach, das Ganze, alles zusammen ist fängt so ausgereizt und hochgezüchtet, oder? Sechs eine Sagerei, jetzt baut gerade eine grosse Sagerei in der Schweiz baut aus, wo 300'000 Kubik im Jahr durchlässt, wo eine Geschwindigkeit von der Sagi mit 180 Meter in der Minute läuft. Dass einfach das ganze Ding so ausgereizt ist, also immer schneller, höher, weiter, also vielleicht auf das, es ist meine Meinung, auf das wirtschaftliche Denken, dass es irgendwo durch nicht vertippt oder dass wir ein Umdenken ein bisschen haben müssen. Ich meine, früher hat es in jedem Dorf eine Sagerei gehabt, in jedem Dorf hat es einen Schmied gehabt. Und das ist alles weggeht, die sind alle aufgegeben, weil es immer noch für Orte grösser also, und von weiter her das Material gekommen ist. Und dort ist, habe ich das Gefühl, ja, das Gesamte ist vielleicht ein bisschen ungesund, manchmal unterwegs. Und ich sehe das selber auch nur schon die Verfügbarkeit. Man muss es zack, ich bestelle es jetzt und zack, es ist fertig dann und geht jetzt ein Sack, oder? Vielleicht die Entschleunigung, die damals bei der Corona-Zeit alle gesagt haben, das hat gut tun und das sollte man weiterleben. Aber der Mensch vergisst schnell und es ist schwupp und wir sind wieder voll am Der Bernhard Ade, Chef von Jampen Holzbau, hat uns gegenüber, also Cyriost gegenüber, von der Chance gesprochen, die jetzt eigentlich die Holzkrise bietet, dass man halt eben diesen doch sehr schnelllebige Holzbranche etwas entschleunigt und dass man gegenwärtig in einem System ist, wo man eigentlich nur getrieben wird. Das heißt also, man wird ständig zu extremer Flexibilität irgendwie gedrängt. Also ist das halt tatsächlich auch die Problematik, die Sie so sehen? Ich denke schon, ja. Also sicher viel. Im Handwerk sowieso. Handwerk ist immer etwas, wo Zeit braucht, wo schwierig, auch teils schwierig ist, zum wirklich handeln, eins zu eins auf die Minuten, oder? Und dort sehe ich viel, wie viel recht zügig für sich unterwegs sind. Und zum Teil ist jetzt zügig, wo ich muss sagen, ja, ist ungesund fürs Handwerk. Und vielfach im Handwerk braucht man auch noch körperliche Ressourcen, oder? Und man muss sagen, hey, das Rennen geht bis zum Schluss. Also, musst du einteilen, oder? Es ist ein Marathon, musst alt werden, willst du auch noch im Alter gut unterwegs sein. Und da merke ich schon, es ist ein rechte Dingsumme, wo einen Druck gibt. Eben so, wie es er gesagt hat, ja. Aber das heißt also, das Gegenmodell, das Ihnen eigentlich vorschiebt, das ist natürlich nicht das Modell, mit dem man unbedingt reich wird. Nein, es ist eben genau aus dem Grund heraus mache ich jetzt das Gewerbe, jetzt das da ist. Es ist für mich ist es ein riesen Spagat zwischen eben der vielleicht entschleunigten Vorstellung und gleich in einem Prozess mitzumachen, oder? Und das ist genau der Spagat, den ich mache, oder? Und zusätzlich ist mir auch extrem wichtig, dass die Ressourcen technisch, dass es besser genützt ist von kurzen Distanzen. Und das ist alles zusammen, also eben, viel Idealismus, den ich reinbringe, da drin. Sonst könnte man sich ja vorstellen, dass Sie halt eben gleich noch mehr Personal
irgendwie anstellen, dass sie, damit sie halt noch mehr die Aufträge noch schneller abwickeln können, dass sie noch mehr Aufträge annehmen können. Genau, also ist mal einer gekommen und hat gesagt, hey, es läuft super, du würdest ja Schleuer in Hinwil eine Gewerbehalle mieten und dort eine Produktionsstrasse machen. Da habe ich den Finger aufgehauen und gesagt, verstehst du, eins verstehst du nicht. Die Ambiance, die das hier hat, das wäre alles weg. Und dann wäre ich eben nur noch das Hamsterrädli, wäre ich wirklich nur noch der Getriebene. Was ich jetzt eigentlich schon bin mit meiner Arbeit, aber der Spagat, die Oase und so zu leben. Und die Mischung gefällt mir extrem. Ja. Einer, der ja dieses unglaublich gewinnorientierte Profitmaximierung sehr wirtschaftliche repräsentiert, ist ja eigentlich der frühere US-Präsident Donald Trump. Sie haben ja diese große Botschaft, ich habe das in der Anmoderation gesagt, diese Botschaft auf Ihre Wiese geschrieben. War das auch gegen so eine Art von Lebenseinstellung, gegen so eine Art von ökonomischem Denken auch ein Stück weit gerichtet? Oder? Ja, ich denke schon, weil auch die ganze Art und Weise, wie vielleicht der damalige Präsident unterwegs war, wie man miteinander redet, wie man miteinander umgeht, habe ich das Gefühl, ist ein vergangenes Muster, weil wir haben genug Sorgen oder Sachen, die uns beschäftigen, was wir miteinander fair kann umgehen und da kann ich XY nehmen oder einen anderen. Jeder hat seine Sorgen, jeder hat seine Sachen schon erlebt in seinem Leben und weiss, was Knörz hat und Freuden, oder? Und aber so Druck mit Druck und so auf eine Art und Weise unterwegs mit einem Land, als Regierungsperson mit einem Land, habe ich auch damals das Gefühl gehabt, das ist eine Sache, die nicht mehr aktuell ist. Und eben zusätzlich noch über Leichen gehen, mit aller Wirtschaft aufpushen, irgendwo durch, wie es nur geht, in einer ungesunden Art und Weise. Und obwohl ich absolut nicht politisch irgendwie in eine Richtung sage, ist mir ich habe das Gefühl gehabt, es ist etwas ungesund. Und es ist so ein bisschen für mich ein bisschen eine befreiende Aktion gewesen, nur schon das eben in meiner Wiese zu machen. Und, also nicht absolut, ich würde auch dem Herrn Trump Grüezi sagen und Adieu. Also, aber ungesund meinen Sie auch nicht nur für einen persönlich oder für das Wirtschaftsleben, sondern auch ungesund natürlich für Umwelt- und Klimaschutz, oder? Dieses unglaublich die großen Lieferketten, lange Transportwege, die Containerschiffe. Ist das auch etwas, was Sie damit ansprechen wollten mit der Botschaft? Absolut, ja, wirklich. Grundsätzlich, ich arbeite viel, ich mache viel, ich bin Herbert Dobler. Ich weiss nicht, um was es genau im Leben geht. Und also ich mache mir viel Gedanken über das Leben. Aber eins habe ich in den letzten Jahren herausgefunden. Ich habe einen 5-jährigen Bub. Und ich weiss oft, ich stehe in der Verantwortung, dass ich dem etwas hinterlasse, wo man dazu kann stehen. Und kann sagen, du kannst weitermachen dort. Aber auf eine gesunde Art und Weise und auf eine nachhaltige Art und Weise. Dass er auch an seinen Kindern noch einmal sagen kann, es ist alles in etwa intakt. Mhm. Machen wir weiter, genau so. Weil ich habe das Gefühl, unser System, ich habe mal vor x Jahren noch für mich den Gedanken gehabt, der Albert Einstein hat die Relativitätstheorie rausgegeben. Oder? Alles ist relativ. Und ich habe gesagt, ich finde die Illusionstheorie raus. Er meint, wenn wir noch mehr haben, geht es uns noch besser. Und wir können noch weiter. Aber es stimmt irgendwie nicht. Ich bin jetzt 53 und ich habe wirklich in meiner Lebtag immer fest geschafft. Aber ich merke, es vertippt nicht. Ich habe das Gefühl, eine Balance finden. Im ganzen Gefüge rein. Das heisst also, die Verantwortung jetzt nicht nur für die momentane Situation, sondern auch eine Verantwortung für die Zukunft. Absolut. Also ich denke, das ist das Wichtigste, was ich das Gefühl habe, ist mir dazu verleiht. Also das muss nicht für jeden stimmen, oder? Aber ich merke, dass durch das, was wir immer mehr haben, wie jetzt in dieser Corona-Zeit, habe ich das Gefühl gehabt, wir Schweizer sind ein sackreiches Volk. Entschuldigung, dass ich das jetzt einfach so sage. Aber wir haben das Gefühl gehabt, wir sind die Ärmsten, die es trifft.
Aber ich sage, ich schaue viel in Reports, in Dinge, schaue ich in die Welt raus, wo ich muss sagen, hey, das geht anders ab, oder? Auf der Welt. Und einfach dort ist, muss etwas gehen, wo ich muss sagen, ja, wir müssen ein bisschen umdenken, vielleicht in unserer Schweiz. Das ist eine riesige Kritik. Das ist noch nicht mein Ding, was ich jetzt sage. Aber ich habe das Gefühl. Und ich sehe es jetzt auch mit dieser Sagerei. Also, es ist ein absolut einfaches Gewerbe. Aber ich kann bestehen. Es ist irgendetwas Gleichbleibendes. Wieso muss die Kurve gegenüber gehen? Wieso kann sie nicht horizontal sein? Und das würde ich irgendwie noch interessant finden, wenn sie mal so einen Tenor annimmt. Also jetzt. Wenn Sie jetzt Ihre Aktion von letztem Jahr nochmal wiederholen würden mit der großen Schrift, mit der Botschaft auf der Wiese, was würde da jetzt für eine Botschaft stehen? Also ich habe damals gesagt, das ist einmalig, also es ist nicht irgendwie, dass ich da irgendwie ab jedem oder ab allem so Statements geben. Was wirklich mir ein absolut wichtiges Ding ist, ist auch die Ressourcen schlauer einteilen für uns Menschen. Ressourcen, die wir tagtäglich einfach brauchen, zum Gröbsten, was wir die schlauer einteilen. Zum Beispiel auch das Beispiel, gehst du in ein Migros, gehst du ein Korn kaufen und kommst ein halbes technisches Produkt über von Plastik, machst das Förmchen auf, drückst das Korn rein, rührst das Förmchen fort. Das ist einfach eine Ressource zum höchstgradigen Ding, wo man verschleudert. Und das hat nichts zu tun mit dem, was ich jetzt irgendwie extrem grün bin oder weiss nicht was. Aber auch ich schaue das klar an und denke, ja, dort wäre vieles möglich, was vielleicht in meinen Augen besser könnte laufen. Mhm. Haben Sie die Hoffnung, dass zum Beispiel jetzt so etwas wie die Holzkrise da vielleicht auch manchem die Augen aufmacht, dass wir dort vielleicht die falschen Prioritäten gesetzt haben? Ich glaube, es ist extrem schwierig, eben eine Änderung herbeizuführen. Es ist extrem schwierig bei Menschen, bei uns Menschen. Das merke ich selber auch, wirklich von einem Mechanismus loszulassen und sich zu ändern. Aber es ist hier das Corona, alle haben gesagt, super, noch nie so schön gewesen, ruhig, einfach keine Flüge am Himmel und voilà. Und kaum ist es ein bisschen gelockert, ist wieder Vollgas. Ich bezweifle es ein bisschen. Es wäre strebenswert, es wäre schön. Wenn es nur ein Dickli ist, vielleicht viel Dinge gibt irgendwann etwas Grosses. Das wäre mega. Ich habe das Gefühl, auch viel sehnen sich nach dem. Jetzt nicht nur ich da. Aber vielleicht können wir es vorstellen, dass viele so kommen. Ich habe den Eindruck, wahrscheinlich komme ich jetzt gar nicht mit so einer ganz positiven Botschaft aus diesem Gespräch mit Ihnen jetzt so zum Schluss. Aber vielleicht doch, gibt's irgendetwas, wo Sie sagen, an dem Sie sagen könnten, da besteht noch Hoffnung? Ja, nein, absolut. Also sicher. Also ich sehe, wie Kinder sind, ich sehe, wie junge Leute sind. Ich kenne viele gute junge Leute und ich muss sagen, selbe, freut mich mega. Die ganz eine gute Linie haben und die aber auch im Leben stehen. Nicht irgendwie total auf einer Seite, die nicht lebbar ist in dem Sinn. Und auch sonst, also ich merke das viel an meiner Kundschaft auch, das muss ich ehrlich sagen. Also die Resonanz, wo ich muss sagen, es überrascht mich vieles und es freut mich. Und das ist mega schön. Und es ist jetzt auch vielleicht das Gespräch in die Richtung gegangen, ich weiß es nicht. aber ja. Nein, also ganz, ganz bestimmt. Ich habe das Gefühl, wir sind alle gute Wesen, wir sind gut unterwegs, vom Grund auf, denke ich. Es fehlt nur manchmal der Impuls. Ja, ich weiss nicht, woran es liegt, vielleicht oft, ja. Und manchmal ist man selber überrascht, wie gut das kann sein oder ist. Aber ich bin froh, dass wir das Gespräch jetzt in Dur beenden und nicht in Moll. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für das tolle Gespräch mit Ihnen, Herr Doppler. Aber ich hoffe, dass es nicht zuerst im Moll war. Ja doch, jetzt haben wir doch irgendwie... Man darf ja die Augen nicht vor dem Schlechten verschließen, aber man darf auch die Hoffnung nicht verlieren. Ist ja erst seit der Trump ins Spiel gekommen. Nein, okay. Nein. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Cool. Regionalwirtschaft. Weitere Ausgaben findet ihr auf zürichost.ch/podcast.